Besser spät als nie, aber hier kommt sie, meine Kritik zum Serienfinale zu Jurassic World Camp Cretaceous. Das Ganze ist mit Staffel 5 vorbei und sogar noch mehr. Denn mit Staffel 5 haben wir auch das vorerst letzte Bewegmaterial im Film- und im Serienuniversum aus dem Jurassic-Franchise bekommen. Dass das Ganze irgendwann weitergehen wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber hier ist erstmal meine Kritik zum vorerst letzten Bewegmaterial zur Jurassic-Reihe und eben zum großen Finale von Jurassic World Camp Cretaceous. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bevor ich hier mit der Kritik anfange, will ich noch ganz kurz mal darauf eingehen, warum das erst so spät kommt. Ist eigentlich relativ simpel erklärt, das haben sich nur ein paar von euch auch gefragt, was ist denn da jetzt los? Da kommt irgendwie gar nichts mehr auf dem Kanal. Ich meine, das letzte Video kam vor 4 Tagen. Da sollte jetzt eigentlich keine Panik ausbrechen. Mir ging es einfach nicht gut die letzte Zeit. Ich habe irgendwie so einen Druck auf der Lunge gehabt, habe das aber auch alles abchecken lassen. War auch kein Corona gewesen, war nicht irgendwie lebensgefährlich. Ihr merkt es aber, ich schnaufe immer noch ein bisschen. Und habe dann einfach nicht so die Muse gehabt, mich vor die Kamera zu setzen und irgendwie über die Serie zu quatschen. Ich glaube, dafür haben die meisten von euch dann doch Verständnis. Fakt ist jedoch auch, dass ich die Serie geschaut habe. Ich habe die letzte Staffel gesehen. Und wenn ihr meine Kritik noch kennt von Staffel 4, die habe ich die oben mal verlinkt, dann erinnert ihr euch auch daran, dass ich von Staffel 4 nicht so wirklich angetan war. Mich hat das ganze Szenario rund um diese Roboter und diese seltsame Zukunftsinsel mit Scheiben, mit unsichtbaren Scheiben so ein bisschen gestört. Ich meine, Roboter, die mit Laser schießen und Dinosaurier, die mit Sticks kontrolliert werden. Das war alles ein bisschen surreal und ey, ich habe dann vom lieben Peterio, Grüße gehen raus an dich, eine WhatsApp geschickt bekommen, wo er mir geschrieben hat, ja ey, diese Roboter gibt's aber auch wirklich. Also ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie sie da heißen. Brad heißen die, glaube ich. Diese Brads gibt es auch wirklich irgendwie, haben die Amis haben da wohl auch schon Pläne dafür. Und kann sein, dass es die wirklich gibt, aber nur weil es etwas wirklich gibt, heißt das nicht, dass es auch automatisch in ein Franchise reingedrückt werden muss. In diesem Fall, meiner Meinung nach, passt das eben nicht ins Jurassic-Franchise rein. Ich meine, im realen Leben schießen wir auch Tiere ins All und trotzdem würde ich nicht gern sehen wollen, wie der Tyrannosaurus Rex auf dem Mond herumstapft. Oder? Ja, vielleicht doch. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es war alles so ein bisschen, es war einfach zu viel, wenn man überlegt, dass die ersten 3 Staffeln sich irgendwie noch sehr organisch zur Jurassic World Reihe angefühlt haben. Und dann kam auch immer Staffel 4 an. Und da haben sie dann für meinen Geschmack so ein bisschen zu sehr übertrieben. Und jetzt habe ich Staffel 5 gesehen und ich kann euch schon mal eine kleine Warnung aussprechen. Ich war von Staffel 5 wirklich sehr begeistert. Und das aus meinem Mund, ich weiß, ich meine, Staffel 5 erfindet jetzt auch wirklich das Rad nicht neu, aber irgendwie hat das mich dann doch mehr abgeholt. Zum einen haben sie diese Roboter ein bisschen mehr in die Ecke gedrängt. Ich meine, sie haben ja dann auch solche Upgrades von den Robotern erschaffen. Die hießen dann irgendwie auch Brads, aber das waren irgendwie spezielle Brads, so schwarze, die dann aufrecht stehen konnten. Und die waren dann eben einfach nur noch schneller und stärker oder irgendwas. Und du hast teilweise Szenen gehabt, auch in Staffel 5, die irgendwie an Star Wars erinnert haben, sodass man wirklich mal auf Stopp drücken musste und so gucken musste, gucke ich eigentlich gerade Star Wars oder ist das wirklich noch Jurassic World? Und jetzt haben sie hier sehr stark wieder zurückgefahren. Sie mussten es ja weiter aufgreifen. Von daher auch wirklich Respekt daran, dass sie wohl gemerkt haben, okay, diese Roboter stoßen bei der Mehrheit irgendwie auf so einen Widerstand. Jetzt haben wir die aber da, wir müssen die noch irgendwie benutzen. Und das haben sie ganz cool gelöst. Also die werden sehr dezent genutzt und haben mich jetzt persönlich gar nicht mal so gestört. Es gibt 1, 2 Szenen, wo ich mir gedacht habe, yo, das ist eine saublöde Entscheidung. Ich meine, in der Kritik davor habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich Cash einen saublöden Charakter finde. Und generell ist dieses ganze System, was da aufgebaut wurde, von einer Organisation, die ein Geheimprojekt in Milliardenhöhe gestartet hat, die nicht entdeckt werden will und dann werden sie aber von Kindern enttarnt. Und das funktioniert aber eben nur, weil sie nicht in der Lage sind, innerhalb dieses Komplexes Kameras einzubauen. Hier wird es zu kleinen Spoilern kommen. Also ihr solltet Staffel 5 gesehen haben, wenn ihr dieses Video jetzt hier seht. Wenn nicht, entweder ihr schaut euch eben auf eigene Gefahren oder ihr kommt wieder zurück, wenn ihr die Staffel geschaut habt. Um zum Beispiel zurückzukommen, die Kinder, also unsere Protagonisten rund um Darius und Co., die werden irgendwann gefangen genommen und werden eingesperrt. Und dann ist dann ein Brad, der die Kinder überwachen soll. Und der kommt dann irgendwie alle 30 Minuten, waren es glaube ich, in diesen Raum rein, wie so ein Babysitter, der auf Kinder aufpassen soll und checkt halt ab, ob auch wirklich noch alle da sind. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist schon doof, weil warum ist da keine Kamera drin in diesem High-Tech-Komplex, der unsichtbar ist? Warum gibt es da keine Kameras drin? Warum muss da wirklich ein Roboter
alle halbe Stunde abchecken, wo die Kinder gerade sind. Das, sowas stößt dann doch immer wieder blöd auf, aber kann man drüber hinwegsehen. Eine Kritik von euch, ich habe mir jetzt leider deinen Namen nicht gescreenshottet, aber du hattest mir eine ganz kurze Nachricht per via Instagram geschickt und das fand ich eigentlich sehr nett, weil du mich so runtergeholt hast von meiner vielen Kritik, die ich ja auch bei Staffel 4 angewandt habe, indem du einfach nur gesagt hast, Tobi, es ist immer noch eine Kinderserie, ne? Das darfst du nicht vergessen. Es hat, glaube ich, was damit zu tun gehabt, dass ich eben kritisiert habe, dass hier keine Menschen sterben. Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall, den muss man natürlich abziehen. Wir haben es hier mit einer Kinderserie zu tun. Diese Serie ist nicht unbedingt an mich gerichtet als Zielgruppe, das ist an eine kleinere, an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Und so sollte man da eventuell auch rangehen, ansonsten ist es halt einfach unfair. Das heißt, alle Vergleiche mit Jurassic World, Camp Cretaceous und Jurassic Park 1, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht, sind eigentlich, das kannst du eigentlich nicht machen, weil das, ja, wie gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Und sehen wir das Ganze einfach mal als Kinderserie, gerade heutzutage, wo ich, wenn ich Kinderserien heute sehe, denke ich mir immer wieder, warum ist das alles so weichgespült? Warum darf da nicht mal mehr irgendetwas Schlimmes passieren? Alle Kinderserien, so habe ich das Gefühl, sind erstmal total schlecht animiert. Und dann sind die in einer so surreal perfekten Welt. Da gibt es einfach nichts, was mal irgendwie schlecht ist. Vollkommen klar, es sind immer noch Kinderserien. Aber auch in den 90ern gab es Serien wie Darkwing Duck. Auch hier gab es mal so ein paar Episoden, die als Kind, ich erinnere mich an eine Episode, wo Darkwing Duck fast so depressiv rübergekommen ist, wo man sich dann eben auch als Kind Gedanken drüber macht. Kinder sind nicht blöd. Und viele Serien von heute leben halt in dieser perfekten Bubble, wo eben alles super schön ist. Und wenn man diese Serie jetzt hier, also Jurassic World Camp Cretaceous, als Kinderserie nimmt, muss man wirklich sagen, Hut ab dafür, was sie damit gemacht haben. Aber ich weiche jetzt zu sehr ab, wir gehen mal ein bisschen chronologischer in die ganze Sache rein. Die Serie von die Staffel 4 hat damit geendet, dass wir herausgefunden haben, dass Kenjis Dad der Drahtzieher hinter dem ganzen Mentacorp-Gedöns da ist. Das heißt, er ist der Chef, er hat die Fäden in der Hand. Und das war eine ganz coole Sache. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich weiß jetzt genau, wie es weitergehen wird. Und genau so ist es dann auch wirklich weitergegangen. Kenji lässt sich von seinem Vater eben beeinflussen, weil es eben auch sein Vater ist. Und das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Ne? So, ich weiß nicht, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, dann verzeiht man da vielleicht auch mal hier und da so einen Fehltritt. Und man kann wirklich nachvollziehen oder mit Kenji mitfühlen, warum er denn so fixiert auf seinen Dad ist. Noch dazu möchte er eben seinem Dad auch gefallen und sein Dad weiß das natürlich auch und er wickelt dann mit der Zeit Kenji eben so um den Finger, schafft das aber auch nicht komplett, also er merkt immer wieder, also Kenji merkt immer wieder, okay, da stimmt irgendetwas nicht und er spricht auch seinen Dad darauf an und sagt, sag mal, bist du der Meinung, dass das wirklich richtig ist, was wir hier machen? Da kommen wir jetzt zu einem negativen Punkt, das finde ich ein bisschen schade, dass sie die Figuren nicht weiter ausgebaut haben. Sowohl Cash als auch Kenjis Dad als eben auch Louis Dutchson sind alles drei eine Figur. Die haben alle die gleiche Motivation und die ist, ja, die Investoren und Geld. Das ist der einzige Grund. Die Investoren und Geld und bei Cash halt noch, ich bin irgendwie ein durchgeknallter Vollidiot. Gerade bei Kenjis Dad hätte ich mir da so ein bisschen mehr erhofft. Auch im Hinblick darauf, dass ja Sammys Eltern von Kenjis Dad erpresst werden. Das wäre zum Beispiel eine krasse Story gewesen, wenn Sammys Eltern im Endeffekt die Bösewichte gewesen wären, weil Kenjis Dad erpresst sie ja und deswegen müssen sie das machen, damit du irgendwie auch so ein bisschen mit den Figuren mitfühlen kannst. Mit Kenjis Dad kannst du halt irgendwie nicht mitfühlen, weil es geht die ganze Zeit nur darum, ja, aber die Investoren, ja, aber Kenji, das Geld und du willst mich nicht enttäuschen und es ist so dieses 0815 super Schurkengehabe. Ich weiß nicht wieso, Jurassic World generell hat da nicht so Bock drauf, irgendwie Charaktere, zumindest im Antagonistenbereich aufzubauen, die auch mehr Substanz haben. In Jurassic World 1 geht es auch nur darum, Militär, weil Geld. In Jurassic World 2 geht es nur darum, Dinosaurier versteigern, weil Geld. In Jurassic World Dominion, ja, wir müssen riesen Heuschrecken erschaffen, weil Geld. Und ich meine, ja, Dennis Nedry macht das auch nur wegen Geld. Aber das wird, glaube ich, ein einziges Mal erwähnt, dass er Geldprobleme hat. Und dann war es das auch in Jurassic Park 2. Im Endeffekt geht es in jedem Teil irgendwie um Geld. Aber das wird immer sehr subtil eingestreut. In Jurassic World wird das immer so pompös aufgebaut. Und die Bösewichte sind halt keine Figuren, das sind keine echten Menschen. Das sind einfach nur Proto-Schurken. Und das finde ich halt sehr schade. Dafür machen es aber die Antagonisten wesentlich besser. Ich muss sagen, ich finde es so krass, wie mir diese Serie ans Herz wachsen konnte. Obwohl ich ganz am Anfang noch gesagt habe, oh nee, ey, Animation, Kinderserie, dann Staffel 1 hat mich ja schon genervt, weil da so ein paar Sachen drin waren, wo ich mir gedacht habe, ach komm ey, das ist so lächerlich. Und es ist eine Kinderserie und diese Kinder wachsen aber mit den Staffeln, die reifen die zu Erwachsenen heran, ist jetzt Quatsch, aber sie reifen eben, sie reifen, Punkt. Und ich finde, es ist für Kinder eine sehr, sehr schöne Geschichte einfach auch, weil hier eben eine riesige Moral aufgebracht wird und ihr wisst ja, ich mag sowas, wenn eine Geschichte dir auch noch etwas vermitteln möchte und was diese Geschichte dir vermitteln will, ist einfach, wie wichtig ist Freundschaft, wie wichtig ist Vertrauen und wie wichtig ist es denn, auch mal Fehler zu verzeihen. Das macht genau diese Staffel jetzt hier so perfekt.
Weil das eben Kenjis Geschichte ist. Kenji baut hier eben Scheiße und dann geht es eben zum Teil auch wirklich darum, ey, wir müssen ihm jetzt aber halt irgendwie verzeihen. Und das haben die wirklich, wirklich schön aufgebaut und auch sehr schön zu Ende erzählt. Zum Ende komme ich aber gleich noch. Ich muss das mit den Dinosauriern ansprechen. Ich weiß nicht, da kann mir doch wirklich keiner erzählen, dass er diese oder dass sie diese Idee cool findet. Dinosaurier werden jetzt mit PlayStation 4 Controllern gesteuert. Das ist wirklich kein Spaß. Natürlich kann man jetzt wieder klug scheißen und sagen, aber die sind ja ein bisschen größer. Und das sind exakt PlayStation 4 Modelle, erzählt mir hier nichts. Genau so sehen die Controller aus. Die sind halt noch ein bisschen vergoldet und edel und bla bla. Und die Dinosaurier werden hier mit diesem Touchpad quasi gesteuert. Und das Ding ist, dann stehen diese Leute wirklich da mit dem Controller in der Hand und spielen quasi mit einem PlayStation Controller Dinosaurier durch. Mit den Dinosauriern und kämpfen dann mit denen. Und das hat sich so meta schwachsinnig angefühlt. Das war eine ganz seltsame Szene. Diese Dinosaurier kontrollieren mit PlayStation-Controllern ist eine extreme Schnapsidee. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich die Laserpointe aus Jurassic World 2 und Jurassic World Dominion wirklich vermisst, weil sich das irgendwie dann doch noch ein bisschen besser oder nachvollziehbarer angefühlt hat als das jetzt hier. Ich meine, zum Teil stehen dann die Leute wirklich da mit den Controllern in der Hand und machen irgendwelche Tastenkombinationen. Keine Ahnung, es war wieder so ein Meta-Ding, habe ich das Gefühl gehabt. Zumal es auch irgendwie von Staffel 1 so den ganzen Aufbau zunichte macht. Wenn wir uns überlegen, wie das Ganze angefangen hat, nämlich eigentlich mit Darius, der zu Hause das Videospiel von Jurassic World durchspielt und dadurch erst das Ticket gewinnt für den Park und dann aber merkt, okay, ich bin jetzt in keinem Videospiel mehr drin, das ist jetzt hier das echte Leben und jetzt bin ich hier im echten Leben und Saurier verhalten sich ganz anders und da war er auch ganz fasziniert davon, dass Saurier am Wasserloch gemeinsam trinken und diese ganzen neuen Erfahrungen. Und jetzt schlagen wir wieder einen Bogen um und jetzt sind wir wieder hier angekommen. Also natürlich im realen Leben, aber das ist irgendwie ist das nicht, ich weiß nicht, ob man hier versucht hat, wirklich wieder Merchandise zu verkaufen. Wahrscheinlich gibt es die Dinosaurier auch, wo man die fernsteuern kann mit diesen Controllern, ich kann es euch nicht genau sagen. Aber das war wirklich eine extrem dumme Idee, die zum Teil aber auch herzzerreißende Szenen mit sich gebracht hat. Denn dadurch, dass die Dinosaurier jetzt keine Kontrolle mehr über sich selbst hatten, weil die eben so Chips im Kopf implantiert bekommen haben, waren die wie gelähmt, also die konnten ihren eigenen Körper nicht mehr beherrschen. Und da gibt es wirklich starke Szenen, wo du als erwachsener Mann vor dem Fernseher sitzt, vor einer Kinderserie, die dir jetzt gerade zeigt, wie ein Saurier gegen seinen Willen gelenkt oder eben gestoppt wird und dann nur so eine Träne aus dem Auge läuft. Und du denkst dir so, fuck, es kriegt mich halt einfach trotzdem. So bescheuert diese Idee auch ist. Und das macht die Staffel wirklich richtig. Du kriegst einen Hass auf diese Antagonisten. Genau das soll ja auch passieren. Ich fand jetzt gar nicht mal Kenjis Dad so dramatisch schlimm oder auch nicht hier den Cash, der dann irgendwie auch ein relativ rasches Ende findet. Aber du hast hier dann noch so diese Gehilfen. Das sind auch wieder komplett Proto-Schurken. Ey, muss man sich irgendwie damit abfinden. Das sind auch so Leute, die halt immer eine Sonnenbrille tragen, nur schwarze Klamotten anhaben. Du musst als Zuschauer, musst du einfach checken, das sind die Bösen. Ey, es ist eine Kinderserie, ist cool. Und die verhalten sich so richtig widerlich gegenüber den Dinosauriern. Die haben null Respekt vor anderen Leben, weder vor Menschen noch eben vor den Sauriern. Wenn sie dann eben noch so dastehen und die dann noch so steuern und so bescheuert das auch aussehen mag, du hast Mitleid mit jedem einzelnen Dinosaurier. Und das macht die Serie einfach nur verdammt gut, dass du wirklich da sitzt und dir denkst, ey, lass diese Viecher doch jetzt endlich in Ruhe. Es reicht doch langsam. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich musste die ganze Zeit an John Hammonds Satz aus Jurassic Park 2 denken. Wenn wir einfach nur beiseite treten und der Natur vertrauen, wird das Leben einen Weg finden. Und dann siehst du, wie diese Leute da komplett diesen Gedankengang zunichte machen, weil sie einfach komplett eingreifen. Nicht nur ins Ökosystem, sondern auch in die kompletten, in alle Bewegungen, alles, was die Tiere machen. Diese Tiere sind ab jetzt nur noch Marionetten und Spielzeuge in den Händen von Mentacorp und auch von Biosyn im Endeffekt. Denn auch Louis Dutchson tauchte wieder auf. Das ist ein Cameo, den wahrscheinlich keine Sau gebraucht hätte. Der im Endeffekt auch nur dafür da ist, dass wir sehen, warum Dutchson am Ende von Jurassic World Dominion im Hintergrund diese Schaumdose hat. Ganz seltsame Szene. Er stolpert einfach zufällig drüber, bringt irgendwie einen Satz von wegen, ja, das hätte mal 25 Jahre vorher passieren müssen. Und ich dachte mir, wo warst du eigentlich 25 Jahre lang? Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wäre interessant mal zu wissen. Werden wir wahrscheinlich erstmal nicht erfahren. Dann war die Dose auch immer noch begraben von dem Schlamm und es ist wieder so ein Kontinuitätsfehler, wo ich mir denke, wie kann denn sowas passieren? Die Dose soll scheinbar noch am gleichen Ort liegen oder am selben Ort liegen, an dem auch Dennis Nedry die Dose verloren hat. Aber das ist halt ein ganz anderer Ort. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ey, dann guckt doch einfach nochmal ganz kurz rein in Jurassic Park. Wirklich, es sind noch 5-6 Minuten. Einfach mal kurz reingucken und dann fühlt sich das Ganze einfach organischer an. Und auch hier kann man wieder argumentieren, in 25 Jahren, da waren Stürme, da war das, die Dose kann hin und her Bullshit, das ist einfach ein Storytelling-Fehler gewesen. Den hätte man aber vermeiden können, so wie ich in Staffel 3 schon mal angesprochen hatte, wo wir die eine Szene haben mit dem Indominus Rex,
und die Episode endet und die nächste Episode startet und geht genau da weiter, auf einmal sind die aber alle in der Wüste. Und so ähnlich ist das jetzt hier auch. Die haben einfach nur Dutchen mit eingefügt, um uns irgendwie zu erklären, ja, wir haben einen Bogen zu Dominion gespannt und Mentakorp, was vorher nie erwähnt wurde und auch später niemals erwähnt werden wird, ist eigentlich daran schuld, dass das alles wirklich passiert, weil die diese Technologie an Biosyn weitergegeben hat, diese Dino-Waffen, die dann später aber auch nicht mehr so aussieht, sondern mit diesen Laserpulsen. Also ganz viele Logiklücken sind da drin, es macht sehr wenig Sinn. Das Problem dabei ist, dass sie aus Zwang versucht haben, einen Bogen zu Dominion zu schlagen und Lewis Dutchson eben mit einzubringen. Hätten sie nicht unbedingt machen müssen, das war wirklich lame. Die Animation der Dinosaurier, die war wirklich gut, beziehungsweise wenn die stillstanden, sahen die halt animiert sehr gut aus. Die Bewegungen allerdings, das ist mir aufgefallen, war noch nie so holprig wie in dieser Staffel. Und das fand ich ein bisschen störend, weil die sich hier wirklich sehr komisch bewegt haben. Mal gucken, ob ich es hier gerade mal einblenden kann. Das sind so ganz komische, ruckartige, schnelle und dann wieder langsame Bewegungen, die halt überhaupt nicht so sind, wie sich Tiere eigentlich bewegen oder auch nicht, wie sich Menschen bewegen. Da hat man irgendwie das Tempo ein bisschen zu sehr angezogen, keine Ahnung. Auch der Hauptkampf, also ich meine, es sollte so der Hauptkampf sein, das war in der letzten oder in der vorletzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, da kämpfen dann ganz viele Saurier gegeneinander, weil sie zum Teil ferngesteuert werden, zum Teil aber auch nicht. Und das war so ein bisschen zu konfus, da hätte ich mir einfach nur einen schönen Kampf gewünscht. Spinosaurus gegen Tyrannosaurus, diesen Kampf bekommen wir, ja, aber irgendwie mittendrin in so einem ganzen Klawusel an verschiedenen Kämpfen und dann geht das auch alles sehr lange so hin und her, aber an sich, ey, wie gesagt, das sind jetzt so minimale Sachen, die mir eben negativ aufgestoßen sind. Die Hauptfiguren machen jetzt auch nicht alle wirklich Entwicklungen durch, also wir haben jetzt in Staffel 4 mitbekommen, dass Kenji und Brooklyn ein Paar geworden sind. Das war ganz nett gewesen, das kam auch sehr ruckartig, dass auf einmal hier irgendwie mag ich den sehr und aber ey, wo die Liebe halt hinfällt, ne, das weiß man eben vorher nicht. Aber das wird hier auch sehr schön weitererzählt, dass Brooklyn und Kenji dann eben zu ihrem ersten Date aufbrechen wollen. Aber der Kenjis Vater ist dann so im Weg und der möchte kein Keil zwischen die beiden schieben, aber er ist schon so mehr daran interessiert, Brooklyn aus der Gleichung mit rauszunehmen und eben nur Kenji für sich zu gewinnen, weil er eben mitbekommt, dass die Kinder andere Interessen verfolgen als er selbst. Und dann wird das Ganze ein bisschen manipuliert und das Date geht dann auch in die Hose aus bestimmten Gründen. Und dann haben wir so eine kleine Love-Story und es war sehr charmant gemacht, wie das dann eben alles aufgebaut wurde mit Brooklyn, die dann einfach nur traurig ist, weil Kenji scheinbar der Böse geworden ist. Und dann haben wir hier den ganz großen Reveal, ist der Spoiler-Part, von daher Achtung Spoiler, aber wie gesagt, ich habe angekündigt, dass Spoiler kommen werden. Jazz und Sammy werden ein Paar. Ihr habt richtig gehört, genau, Jazz und Sammy werden ein Paar. Sie gesteht, also Jazz gesteht zuerst Ben, dass sie komischerweise auf einmal auf Sammy abfährt. Ich hab mich wirklich schlecht gefühlt nach meiner Kritik zu Resident Evil auf meinem zweiten Kanal, den habe ich dir mal unten drin verlinkt. Da habe ich über die neue Netflix Resident Evil Serie gesprochen und wie extrem woke das Ganze für mich rübergekommen ist. Da muss ständig erwähnt werden, da muss permanent erwähnt werden, dass Schwarze eine Minderheit sind, da muss permanent gesagt werden, wie scheiße es ist, Fleisch zu essen. Es muss eine lesbische Antagonistin eingebaut werden und das haben wir jetzt ja hier im Endeffekt auch wieder, dass hier jetzt auf einmal ein homosexuelles Pärchen eingebaut wird, sogar eben noch Kinder, und hier hat das aber super gut funktioniert. Und warum hat es super gut funktioniert? Weil es dir nicht so in die Fresse geknallt wird. Es hat sich so organisch und auch so liebevoll angefühlt, so wie dann Jazz irgendwann zu Ben hingeht und ihn dann darauf anspricht und eben sagt, du, ich verstehe meine Gefühle gerade nicht, ich habe eigentlich, mag ich Männer oder mochte ich immer Männer, aber irgendwie fühle ich mich gerade zu Sammy komplett hingezogen. Genau so führt man doch sowas ein. Das ist so dezent, einfach am Rande, das fühlt sich organisch an, Teil der Geschichte. Und dann wird es eben auch nicht die ganze Zeit erwähnt, also als dann die anderen Kinder herausfinden, dass die beiden jetzt zusammen sind, da wird dann nicht permanent drauf eingegangen, ja, aber ihr seid doch zwei Mädchen, wie kann das denn sein? Es wird einfach so stehen gelassen und dann heißt es eben nur, seid ihr jetzt zusammen, seid ihr jetzt ein Paar, und dann freuen sie sich alle und gut ist. Das ist so schön dezent mit eingebaut. Auch hier kann man wieder ankreiden, ja, es kommt alles sehr plötzlich, weil ich habe mir auch gedacht, okay, seit wann steht sie jetzt auf Sammy? Das hätte man vielleicht auch früher schon ein bisschen so einbauen können. Das kam auch alles sehr plötzlich und es wurde auf jeden Fall wahrscheinlich erst in dieser Staffel entschieden, lasst nochmal sowas mit einbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben nicht von vornherein geplant gewesen ist und ich sage dazu, ey, vollkommen cool, weil sie haben den Übergang super cool geschafft, hat sich organisch angefühlt, hat wirklich Spaß gemacht und war auch irgendwie süß zu sehen, wie die beiden dann da so als Pärchen miteinander umgehen und dann aber auch so sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht so sehr rumturteln, weil Brooklyn hat ja noch Herzschmerz wegen Kenji und das war alles so richtig süß und du hast dann einfach gemerkt, wie krass diese Freundschaft da zusammengewachsen ist.
Und wie sie auch am Ende alle drunter leiden, dass Kenji scheinbar die Seiten gewechselt hat. Jetzt war, wer hätte es erwartet? Nein, Kenji springt dann irgendwann doch wieder über zu den anderen. Spätestens da, glaube ich, wo er Bumpy findet in so einem Container. Und Bumpy hat aber auch so einen Chip im Kopf und kann kontrolliert werden mit einem PlayStation 4 Controller. Und letztendlich kommt er dann aber auch wieder zurück zu den anderen Kids. Und dann werden sie wieder ein Bündnis und dann besiegen sie auch letztendlich dann Kenjis Vater. Und auch hier fand ich die Entscheidung so geil, dass sie das einfach durchgezogen haben. Kenjis Vater bleibt einfach ein kriminelles Arschloch. Es wird nicht wieder revidiert und gesagt, ah, ich mache meinen Fehler jetzt wieder gut, wie Dr. Who es quasi auch gemacht hat. Sondern Kenjis Vater bleibt einfach der Bösewicht. Dann schaffen sie es endlich von der Insel wieder runter. Ach so, Darius Bruder ist auch auf der Insel mit den anderen beiden Campleitern aus Staffel 1. Mit denen wussten sie nicht wirklich was anzufangen. Die rennen eigentlich nur zu Orten, die wir halt schon kennen und sagen, aha, da ist das, aha, da ist das. Dann ist das Wiedersehen eben mit den Kids und eben mit den Teamleitern und auch mit dem Bruder von Darius. Das ist ganz cool gemacht. Der eine Teamleiter, also das ist ja einmal eine Frau und einmal ein Mann, und der männliche Teamleiter, der hat sich so ein bisschen komisch verhalten, weil er andauernd sich so gebuhlt hat mit Darius' Bruder nach dem Motto, ich kenne deinen Bruder eigentlich besser und ich kenne den auch sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, was soll das jetzt gerade? Sehr, sehr seltsames Gefühl, wenn ein erwachsener Mann so um die Gunst eines Kindes buhlt. Ich sag's ja nur, hat sich nur ein bisschen komisch angefühlt. Aber kommen wir nochmal zurück zu Kenji, weil dann kommen die Kinder nämlich wieder am Festland von Costa Rica an und dann treffen sie alle ihre Eltern und Kenji ist halt total geknickt und total traurig und sagt dann nur sowas wie von wegen, naja, meine Mutter ist tot und mein Vater ist jetzt im Knast, ich habe einfach nichts mehr. Die Auflösung von dem Ganzen ist, korrigiert's mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass Darius' Familie Kenji aufgenommen hat oder vielleicht sogar adoptiert hat, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall sehen wir dann später einen Zeitsprung, wie die Kids quasi erwachsen geworden sind. Und Darius macht da so schöne YouTube-Videos, sehr professionell übrigens, nicht so wie ich. Und es scheint so, als würde Kenji dann bei Darius wohnen. Und Darius' Bruder kommt dann ins Zimmer rein und sagt, ihr müsst jetzt essen kommen, unsere Mom wird ungeduldig. Oder irgend so ein Satz, wo auf jeden Fall das Wort Mom auf alle drei bezogen ist. Und ich dachte mir, aha, ist das jetzt wirklich so? Haben die jetzt Kenji adoptiert? Oder zumindest ist er aufgenommen worden, meine ich. Weil dieser Zeitsprung ist ja Jahre nachdem die von der Insel runtergekommen sind. Und Kenji scheint immer noch da zu sein. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und trotzdem irgendwie dann dramatisch, dass Kenji einfach wirklich keine Familie mehr hat. Er hat ja wirklich alles verloren, wenn man so will. Die Kids sind auch alle in verschiedenen Ländern unterwegs. Brooklyn macht irgendwas Aktivistisches, meine ich. Die deckt so im Geheimen das Ganze mit dem Lockwood-Anwesen auf, dass da auch Saurier ausbrechen. Das war ganz cool, das hat auch irgendwie ganz gut reingepasst. Da habe ich dann auch mal die Ohren gespitzt und mir gedacht, aha, okay, jetzt bekommen wir hier einen Bogen, der wesentlich mehr Sinn macht, nämlich den Bogen zu Jurassic World 2 anstatt zu Dominion. Sammy und Jazz sind irgendwo unterwegs, machen, glaube ich, Urlaub. Da, die sind halt, wie gesagt, alle mit so einer Livecam dann zueinander geschaltet. So ähnlich wie bei Skype und quatschen halt miteinander. Ben ist mit dem Mädel aus, oh Gott, sorry, die Namen jetzt wieder, mit der neu eingeführten Figur aus der Staffel 4, die aber auch Staffel 5 überlebt hat, ist Ben auf irgendeiner Insel unterwegs und erforscht die Dinosaurier. Und da habe ich mich aber auch kurz gefragt, Moment, wenn das aber zu dem Zeitpunkt spielt, an dem das Lockwood-Anwesen gerade, an dem die Saurier aus dem Lockwood-Anwesen rauskommen, dann dürfte die Insel doch gar nicht mehr da sein. Oder sind die beiden wirklich auf Isla Sorna? Frage könnt ihr mir vielleicht beantworten oder habe ich da irgendwas nicht richtig mitbekommen? Auf jeden Fall fand ich das sehr schön zu sehen, dass man, genau das, was ich auch in meinem, das erwarte ich von der letzten Staffel angekündigt habe, ich würde einfach sehr gerne sehen, wie es weitergeht mit den Charakteren, nachdem sie von der Insel runter sind. Ich hätte gerne davon sogar noch mehr gesehen, von mir aus auch eine komplette Folge. Ich fand das wirklich sehr schön gelöst, wie sie das alles gemacht haben. Und dass es wirklich mehr oder weniger ein Happy End für alle war, plus eben ein sehr konsequentes Ende für Kenjis Geschichte. Und das Ganze endet dann damit, dass Brooklyn und Darius miteinander reden und Brooklyn Darius eben nur erzählt, hier, ich habe im Lockwood-Anwesen irgendwas gehört oder entdeckt, da kommen wohl Dinosaurier raus, und dann siehst du eben, wie Darius aus dem Fenster guckt und dann kommt da ein Brachiosaurus um die Ecke gelaufen und dann ist die Serie auch vorbei. Und damit habe ich so ein Problem gehabt, weil ich mir dachte, wo kam der Brachiosaurus jetzt her? Jetzt ohne Mist, klärt mich bitte auf, war der im Lockwood-Anwesen? Es war nie ein Brachiosaurus auf dem Festland, oder? Ich will jetzt hier nicht zum Abschluss nochmal anfangen, irgendwie kleinlich rumzumeckern, aber das habe ich mir schon so kurz gedacht, wo kommt der jetzt auf einmal her?
Hätte man da irgendwie einfach einen Stegosaurus langlaufen sehen oder einen Triceratops, hätte ich alles klar. Aber der Brachiosaurus war, meine ich, nämlich nicht im Lockwood anwesend. Obwohl wir in Jurassic World Dominion ja später auch so einen Langhals gesehen haben. Was war denn das? Ein Brontosaurus? Oder den gibt's ja nicht. Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Vielleicht sollte man auch nicht wirklich so kleinlich sein und an den ganzen Ecken und Kanten suchen. Ich muss sagen, mit Staffel 5 war ich sehr zufrieden gewesen. Hat mir super gut gefallen. Und aufgrund dessen, dass das Ende wirklich so schön gewesen ist, habe ich auch über diese ganze PlayStation 4 Saurier-Spielgeschichte mehr hinwegsehen können als jetzt in Staffel 4 zum Beispiel. Es geht seit Staffel 1 nur mal um die Kinder. Das sind die zentralen Hauptfiguren. Und mit denen beenden wir das Ganze jetzt auch. So schön und wirklich, ich habe mir gedacht, okay, das ganze Gemecker von Staffel 4, aber jetzt hätte ich doch ganz gerne Staffel 6. Bekommen wir nicht, hoffe ich, bitte bleibt auch jetzt dabei. The Great Conclusion, wieder mal The Great Conclusion. Beißt bitte einfach mal die Zähne zusammen und haltet euch da auch dran. Das hier wäre jetzt wirklich ein perfekter Abschluss für diese gesamte Serie. Wo ich Staffel 5 jetzt eingliedern würde in einem Ranking aller Staffeln, da werde ich noch ein Video dazu machen, das weiß ich jetzt aus dem Kopf heraus noch nicht. Auf jeden Fall würde ich Staffel 5 nach einmaligem Sehen doch relativ weit oben ansetzen. Vielleicht sogar auf Platz 1, ich will jetzt hier nichts irgendwie dumm reinpalabern. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch, der schwätzt doch gerade nur Mist, aber ich meine das wirklich ernst. Ich fand Staffel 5 sehr überzeugend, es gab halt wieder Abstriche. Aber wenn ihr das schaut, seht es auch wirklich als Kinderserie. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Die Roboter bleiben trotzdem kacke, auch wenn man das als Kindergeschichte sieht. Wer auf die Idee gekommen ist, Roboter auf einem unsichtbaren Laborgelände zu bauen, das ist wirklich Schwachsinn gewesen. Aber wie gesagt, im Endeffekt gehen diese ganze Serie um die Kinder. Die Kinder werden eingeführt, wir erfahren, wie die Kinder denken, wir erfahren Backstory von den Kindern, die verhalten sich alle sehr menschlich, bis auf Brooklyn, die irgendwann Roboter und Drohnen hacken kann, weil Influencer sowas anscheinend direkt können. Die Figuren werden ausgebaut und es macht wirklich Spaß, mit zuzugucken, wie das Ganze dann zu Ende gebracht wird. Deswegen, ohne Staffel 5 jetzt irgendwo eingliedern zu wollen in einem Ranking, auf jeden Fall fetter Daumen nach oben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das Ganze zu schauen. Ich bin sehr zufrieden, wie das ausgegangen ist. Und in meinem Camp Cretaceous Staffel Ranking werde ich dann nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was mich denn an welcher Staffel jetzt wirklich gestört oder was mir sogar sehr gut gefallen hat. Bis dahin kommen aber jetzt noch ein paar Videos auf euch zu und ich würde sagen, ich bin heute erstmal raus damit. Schreib mir auf jeden Fall mal deine Meinung zu Staffel 5 von Camp Cretaceous in die Kommentare unten rein. Ich freue mich drauf, die zu lesen und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.